Moin Leute. Hallo in der Kultgarage. Ich fahre hier mit meinem Kumpel Jörg in seinem E-Kadett. Und der Jörg darf jetzt mal aus dem Off moderieren. Jörg, du hast den Wagen bei mir gekauft vor? 6 Jahren. Vor 6 Jahren. Und wenn ihr das Auto später mal seht, wir zeigen es euch dann von außen, dann seht ihr mal, dass der Wagen, nein, der sieht nicht nur so aus wie damals, der sieht noch besser aus, weil der Jörg ein Verrückter ist. Darf man doch sagen, ne? Ja. Der Jörg ist ein Verrückter, ja. Und hat in dieses Auto richtig Geld reingezimmert. Der war schon, kann ich behaupten, glaube ich, wirklich guter Wagen. Aber du hast ihn perfektioniert. Ja. Das heißt, wir haben ja einmal einen Motor neuen hat er bekommen, ne? Komplett, was wird gemacht? Motor neu, Edelstahlauspuffanlage, Fahrwerk überarbeitet, General überholt. Neue Stoßstange, ja. NOS hintran, neue Luftfilter, NOS, ja. Von Reprotec, Alu, Differentialdeckel hinten drauf, ja. Original-B-Kadett, Rallye, ja. Sport, Enter, boah, ich glaube, da ist nicht mich bin. Mach mal nach vorne, du. Das ist besser für die Leute. Genau. Hier, guck dir das mal an, hier. Das ist immer geil hier, oder? Das klappt hier. Das Auto fährt so schön. Wahnsinn. Der Gaser war auseinander, komplett gereinigt, überholt. Guck. Der Motor war komplett auseinander. So, dann guck mal hier jetzt. Schön 70. Und wieder zieht, ne? Wir haben heute irgendwie diesen wunderbaren Tag mit 40 Grad oder sowas. Ah ja, jetzt nochmal eine 5. Wäre schön, aber dann hätten wir halt auch keinen geilen Mähkalender, dann hätten wir irgendwas Modernes. Genau. Dann wäre es schon wieder nicht so schön. Irgendwas ist halt immer, gell? Aber wie gesagt, super schönes Auto. Ihr seht ihn jetzt nur von hinten und traumhafter Zustand, auch Karosseriezustand des Autos, was ich befund, damals und heute noch gut geschweißt. Mit ganz viel Liebe im Detail, Top Chrom außen, Top Lack, ATS ET3, 713 ET3 drauf alles eingetragen. Ja, das schöne Spatenlenkrädchen, das hat ja auch nicht jeder auf so einem Auto. Nee, das gibt's auch nicht mehr so oft. Das gibt's auch gar nicht so oft, gell? Da wollen wir gar nicht drüber reden, so viel. Nee, also echt richtig cool. Das ist schön. Also echt, wenn jetzt noch einer den Föhn da draußen abschaltet. Genau. Echt ja. Alles aufgemacht, was geht, aber irgendwie ist immer noch. Wollte schon sagen, ja, kann man die Heizung aus. Die Heizung ist aus. Ja. Achso, apropos Heizung, das ist auch so ein Thema. Ne? B-Kadett, C-Kadett, sensationell. Ich erinnere mich an meine C-Kadett-Zeit. Ja. Ich habe ja bestimmt 20 C-Kadett in meinem Leben gehabt. Und das war auch immer so geil, wenn so ein Neuwagen Astra-Fahrer und so was, so kalt, der Wind, der war so kalt. Ich so, eine Minute nachdem ich losgefahren bin, haben mir die Füße gebrannt. Ja. Immer überdimensioniert, ja. Die Heizung. Ja, ja. Also ja. Auch gerne im Winter genommen. Ohne Gebläse. Genau. Ja. Aber ich würde mal sagen, das Auto hat mit Sicherheit Kanten nicht viele Winter gesehen haben nee. In seinem Autoleben, weil wenn ihr den gleich mal, wir halten dann gleich mal, wenn ihr den von außen seht, das Auto ist in so einem exorbitanten Zustand, weil mit ungeschweißte Radläufe und Schweller und so weiter, das ist schon richtig cool. Ne? Der Sound, gell? Ja. Was ein Sound hier. Wenn du mal Handy nicht fallen lässt, film doch mal dahin raus, dass man mal den Sound hört. Hier. Wenn man den, ja, über weiß das, ich nicht. Über das Heck. Über das Heck. Sowieso auch komplett unauffällig. Genau. Weil das Geile ist ja für alle, die das jetzt gucken oder zuhören, merkt ihr ja, jetzt bin ich als Wahlhamburger abgeglitscht. Wir sind jetzt beide wieder in unser ja. Natürliches Hessisch-Verfahren. Ja, im Element. Das ist immer schön, wenn der Jörg vorbeikommt, dann kann ich mal wieder Native Language ja. sprechen. Gelle? Genau. Ei Gelle. Ja, hör schon mal hier. Ja. Oh, hier vorne kommt die Polizei, ja. Jetzt mal schön ja, wir machen jetzt mal Stopp. Ne? Wir stoppen jetzt mal. Ja, genau. Wir sind hier in der Weltstadt Basbüttel. Nur für alle, die jetzt sagen, oh, jetzt macht der aus, wo es gerade so schön wird. Ja. Und ja, ich würde auch sagen, ist gleich. Wir sehen uns gleich von außen dann nochmal. Ne? Tschüss. Bis dann, tschüss.